Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition. Für einen kurzen Moment dachte ich, das wäre eine Eispranke, das ist sie aber nicht. Und wir sprechen nur jetzt gerade mal mit Jesper. Was ist eigentlich die Geschichte hinter dieser Narbe? Tagul? Lass mich raten. Du hast weder noch getan. Und du hattest überhaupt keine Gewissensbisse? Und die beiden Arazialerinnen waren Freier? Ja, genau. Sie haben dir deine ganze Kleidung genommen? Nimm's mir übel, wenn ich das irgendwie lustig finde. Hübsch vielleicht nicht, aber verrucht und mysteriös, das hat doch auch was. Du warst doch auf Reisen, bevor der Orden dich angeheuert hat, oder? Was hat dich bewogen, wieder nach Enderal zu kommen? Es ist nicht schwer, als reisender Söldner über die Runden zu kommen. In welchen Ländern warst du überall? Erzähl mir was über Kyra. Wie war es auf Kille?
Myranath, ist das nicht verlassen? Ja. Jetzt, was denkst du denn in der Zeit hinein? Nein, gehen wir. Ich weiß nicht, ob ich Jesper immer noch kenne. Also, oder was heißt immer noch? Eher schon noch kenne. Nee, noch ist irgendwie der falsche Begriff. Ach, keine Ahnung, ob ich ihn langsam mal kenne. Ich bin immer noch hier. Ich war nie weg. Wieso habe ich so zwei Punkte? Ah ja, ich laufe erstmal zu dem Anwesen, ne, von dem Typen. So, die Treppen hoch und Jesper kommt wohl nicht mit. Ich bin doch wohl eher alleine. Na, so wünsche ich mir Unterstützung. Das ist ja mal richtig gut. Hallo? Was seid ihr? Aua. Ihr Lichter. Ah. Okay. Mana Salz, gut. Ja, ne? Was soll ich sagen? Mana Salz ist das halt eben. Aha, Jesper. Da bist du. Wieso leuchten denn diese Pilze? Wieso gibt es hier keine Eispranken? Ich hätte gerade richtig Lust auf so ein Eis, ne? Boah. Oh. Gifte sind immer gut. Also ja, auch so im echten Leben. Also wenn ihr immer ein Gift dabei habt, Leute, fängt es an zu rechnen? Oder pinkel ich mir gerade nur in die Hosen? Nehmen das als Geräusch wahr. Nee, also ein Gift, ne? Das, da kann man nicht Nein sagen, finde ich. Oh. Ja. Ja, es sieht eher aus wie eine Abschreckung, wie ich finde. Kann man da nicht dran trainieren? Naja. Oh. Das ist schön. Ich mag so Lagunen. Aber auch irgendwie nichts, ne? Irgendwie. Keine Pranken, kein gar nichts. Also, wieso erinnert mich das gerade an die Talmosche Botschaft? So, irgendwie. Ob wir einfach mal klingeln sollen? Hm. Okay, ich hätte jetzt geklingelt.
Ich finde es auch nicht sehr auffällig mit einem Lagerfeuer, ne, wo der Rauch hochkommt, man riecht's, man sieht's. Ja. Nichts geschieht. Oh. Morgen. Streitet wohl, seid ihr? Wir sind keine Bettler, sondern Händler. Uns wurde gesagt, dass euer Meister eine Vorliebe für Relikte hat. Und wir haben etwas, das ihn interessieren könnte. Terla an Arantia als Kette zeigen, das hier. Das ist unwichtig. Fakt ist, dass ich sie zu verkaufen gedenke. Von einem Ordenshüter. In Lumpen gekleidet vor allem, ne? Weißt du? Oh. Das Haus ist schön, diese Figuren sind creepy. Also in dem Haus würde ich auch wohnen wollen. So, Anwesen des alten Mannes. Oh, kann man sich schon mal einrichten. Das ist, ja, sieht aus wie das Engström-Haus. Eigentlich ist das ja, was wir machen, so eine Art trojanisches Pferd, ne? Nettes Gästezimmer. Jasper.
Nicht nur dir, irgendwas ist an diesem Kerl seltsam. Was tun wir nun? Warten? Oh ja, stimmt. Reichen. Ja. Ja. So, wir haben hier Reichen. Dort haben wir die Ernte. Bücher. Ja, auch nichts Neues. Also ich komme mir jetzt gerade vor wie drei Fragezeichen, die Master of Chess Folge. Oh ja. Oh. Brennen. Ich versuche mal, was passiert, wenn ich dieses Schloss hier knacke. Schöne Musik. Oh. Eigentlich will ich gar nicht reden, weil ich dieser Musik lauschen will. Finde ich schön. Ich glaube, es ist hier hinter die Musik. Der Ursprung des Ganzen. Kann ich eigentlich jetzt mit Jesper reden? Was haben wir hier? Eine Truhe. Eieiei. So. Oh, Lehrbuch 2 Lernpunkte. Pranken, der Stolz der Razzialer. Okay. Es passiert nichts. Das ist die Uhr. Oh, mit der ich aber auch interagieren kann. Ich lese erstmal diesen Brief hier. Geschätzter Freund, welch eine Freude, wieder von dir zu hören.
Ich will dich nicht anlügen, meine Hoffnung hält sich in Grenzen. Anfangs erschien die Entwicklung auf Nerim sehr vielversprechend, aber nun bewegt sich doch alles wieder in seinen gewohnten Bahnen. Auch du, mein Freund, bereitest mir Sorge. Ich kenne dich als Mann großer Charakterstärke, aber die Worte deines letzten Briefes machen mir Sorgen. Vergiss nicht, was mich damals zum Scheitern verurteilt hat. Stolz war mein Fall. Lass es nicht der deine sein. Gaius. Interessant, interessant. Der Aufstieg und Fall von Artaros. So viele Bücher, ne? Mein Leben bei den Skarg. Noch ein Bücherschrank. Wer waren die Pyreer? Eine Abhandlung. Ja. Das vermute ich auch. Aber welche? Was waren die? Dann der Fall, mein Leben, die Uhr, Stolz der Arbeiter, nichts geschieht. Vielleicht gibt es noch mehr, aber ich glaube eher nicht, oder? Hier ist ja nichts, ne? Oh, warte mal. Doch. Das ist so verrückt mit diesen Steinfiguren. Okay. Eieiei. Das sind mir zu viele gewesen, die ich verliere. Aber was ist das? Ein Bücherschrank. Keine Kompromisse. Auch hier ist irgendwie nicht scheinbar. Was macht diese Mutter hier? Ich weiß. Was ist, wenn ich hier hingehe? Nach Enderal. Aber da ist ja nichts draußen, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da was ist. Okay, Nee, da ist auch nichts. Wir müssen in dem Haus was suchen, aber ich habe keinen Anhaltspunkt, zumindest scheint es mir, wie ich das machen könnte. Es muss sich doch um diesen Raum hier handeln. Der Aufstieg und der Fall.
Ja. Ja, davon gehe ich auch aus. Nur die Frage ist, in welcher? Mein Leben, meine Skag, der Aufbruch. Ein Stolz. Was waren die Pyreer? Was war das? Oh mein Gott. Was zur Hölle? Jesper! Das nach Anwesen des alten Mannes ins Sanktum. Eieiei, was ist das denn hier wieder? Oh Gott, diese noch mehr dieser grässlichen Figuren. Die Plattform unter euch scheint locker zu sein und zu schwanken. Was wollt ihr tun? Zurücktreten. Erstmal nur zurücktreten, aber ich habe ja nichts. Der ist eine Frau im Wasser. Hallo? Wer ist Gaius? Ja, aber einrastendes Geräusch, ein Klicken. Sobald ich hier drauf gehe. Okay, dann drücke ich den Knopf. Uff. Was ist das hier nur? Weit sind wir jetzt schon unter dem Haus? Das ist ja der große, zweite große Fahrstuhl, den wir haben. Wo sind wir hier? Was? Was ist das? Das Wort der Toten. Das muss es sein. Ihr spürt ein Kribbeln, als ihr eure Hand der Nachtschatulle nähert. Also, Pyreus Zauber. Ne, Pyrea herbei teleportieren.
Das Wort der Toten öffnen. Ich öffne es. Was zur Hölle ist das gewesen? Skyrim funktioniert nicht mehr. Mann! Das kann doch nicht sein, ne? Nee, ich muss die Folge weitermachen. Ich kann das jetzt nicht einfach mit dem Ton beenden. Das funktioniert nicht. Alter, aber das, was wir hier erleben, ist gerade... Also die Story wird halt wirklich... Die war schon immer krass, die von Enderal. Okay. Also nochmal hier runter. Nicht ohne. Deswegen, ich muss doch die ganze Zeit diese Überlängenfolgen machen, weil das ist einfach gerade... Es hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen, ne? Der Palast. Uff. Das Wort der Toten. Okay, öffnen wir es. Ein zweites Mal. Wenn es dann wieder abstürzt, dann weiß ich auch nicht, was dann passiert. Aber... Puh, was ist denn hier los? Es stürzt schon wieder ab. Das kann nicht sein. Naja, dann muss ich eben diese Folge gerade hier beenden. Bis dahin und tschüss.